Hallo Freunde der Spielkultur und willkommen zurück bei Blackguards, wo wir ja gerade das Hauptquest weitergeführt haben. Wir haben dabei so ein Magier-Rapier bekommen. Jetzt müssen wir aber mal kurz nach Ninive, weil wir wollen gerne hier den Meisterschützen machen für Berdi. Damit können wir leichter die Feinde treffen und wir müssen bei Waffentalente mal hier Zweihandschwerter und Säbel die Grundwerte verändern. Da wurde ich mal darauf hingewiesen, dass es dafür ein extra Talent gibt. Ich hab nämlich in irgendeiner Folge darüber gesprochen, das Talent zu steigern und ja, Problem ist, ich war dann irgendwo hier oben. Deshalb, wir machen jetzt die Rest-AP hier rein. APs. Wir machen hier einen mehr offensiven Kampfstil. So, sie könnte zwar Jagd lernen, muss jetzt aber gerade wirklich nicht. Kann dir irgendwem noch was beibringen, was sinnvoll wäre? Eigentlich nicht. Na, standfest katzengleich. Niederwerftalent. Zwei auf maximal hier. Takat hat noch Zweitschwerter und Säbel, ne? Ach, der hat aber normale Schwerter und Säbel und nicht Zweihandschwerter und Säbel trainiert. Da sind wir wieder dabei. Nehmen wir nämlich jetzt einfach komplett mit. Dann macht der 6,16, 6,11. Na, lass mal mit dem Sklaventod rumrennen, ne? Das hier ist mich nicht besser. Gehen. Gut. Erstmal rasten wir hier, wer weiß, was in der Stadt los ist. Und dann haben wir ja auch noch Wundenheilung. Beziehungsweise diese Wundenbinde. Ich habe so viele davon. Ich benutze jetzt einfach, bis er geheilt ist. Gut. Du ja, warum ist der denn blau? Zwergenspiel sind aus dem ersten Kapitel. Und die Schreine finden sind auch aus dem ersten Kapitel. Herz des Walls, da war ja der Druide. Ich glaube, die Zwergenspiele. Da kann ich gar nicht mehr hin. Vielleicht irgendwann mal. Naja, dann verfolgen wir das Hauptquest einfach mal weiter. Gucken wir, was in Mengbilla los ist. Hier ist der Platz mit dem Skarabäus. Wie schön sie duften. Wie schön gesund sie alle sind. Habe ich recht, meine Lieben? Habt keine Angst vor uns. Wir wollen uns bloß umschauen. Wollt ihr das? Haben eure Ammen euch nicht beigebracht, dass dieser Ort ein einziges Grab ist?
dass kein Schatzsucher je von seiner Suche zurückkehrt? Wir sind die Verfemten. Araimanjos gehört uns. Wir sind Kakerlaken. Zertretet uns und morgen erwartet euch ein neuer Schwarm. Und eure schönen Körper werden zappeln. Wir suchen einen Zugang zu den Katakomben. Wir stehen direkt davor. Wir könnten euch... Was ver... Euer Leben? Eigentlich nicht. Das trifft sich gut, denn wir fürchten sie. Meiner Familie, dem Haus Drimeter, gehörte das Wertvollste, das sich jemals in den Händen eines Menschen befand. Die einzige Schönheit, die uns in Araimanjos verblieben ist. Das Bildnis der Prinzessin Myrtale. Aber mein räudiger Vetter hat es gestohlen. Das Bild muss an seinen rechten Platz zurückkehren, hat er gesagt. Wir holen das Bild. Ist das Grab in der Nähe? Gleich dort drüben, auf der anderen Seite. Kommt. Aber ich muss mal kurz gucken. Ich brauche nämlich noch ein bisschen Munition für den Bogen. Ich glaube, sonst hat Berdi irgendwann die Nase voll. Mal sehen, vielleicht gibt es da noch ein paar Pfeile an der Arena. Moment, Kriegerschule Rahmenschnabel. Ach stimmt, das ist noch wegen der Krähe, ne? Ja, zum Gruße. Sucht die Unterweisung in den Künsten der Kriegsgöttin? Wir sind eher hier, um einer Krähe die Flügel zu stutzen. Ihr wisst Bescheid. Hört her! Jeder, der einen unserer Gäste hier im Kampf besiegt, dem sichere ich einen Platz in der schwarzen Kohorte. Schatte mal. Tja. Wie viele Pfeile hast du noch, Berdi? So, versuchen wir unser Glück. Kriegen nur einen umgeschmissen. Ne, wir machen hier den. Ah, sehr guter Karte. Schön den Misttypen hier wegparieren. Oh, der hat einen vergifteten Dolch. Ich hoffe, ich kann ihn von da noch treffen. Aber es reicht nicht. Warum trainieren die mit vergifteten Dolchen hier auf dem Übungsgelände? Genau, schlag den mal kaputt. Dann gehen wir mit Berdi nach hinten. Im Optimalfall ist er tot. Ja. So, schmeiß ihn mal um. Miss Link bei 85%. So, töte die. Danke. Wo ist denn der Meister von denen eigentlich? Wo ist er jetzt einfach abgehauen? Unglaublich. Er schafft es, eine Reduktion. Beziehungsweise einen Maulus auf ihn zu legen. Da sind wir irgendwie ins andere Quest reingefallen, oder? Ist doch gar nicht so geplant.
Genau, versuchen wir nochmal. Super. Kann unser Zwerg hier den Hammerschlag machen. 30 Schaden. Uah, da hat der Platz eigentlich explodieren müssen auf dem Boden. Ja, ich versuche ein bisschen Mana zu sparen mit meinen Zauberern. Weil so stark sind die Gegner jetzt auch nicht. Das kostet mich 17. Also ein bisschen Schaden kann man immer machen, ne? Ah, Kacke. Vor allem, wie die Attacke bei ihm durchgeht. Und er trotzdem keinen Schaden kriegt. Einfach schon zu heftig, meine Krieger. Genau, gehen wir einfach an den ran. Der Zwerg haut ihn jetzt auch eben um. Takate schwächelt jetzt, weil der einfach die falsche Waffe in der Hand hat. Er ist natürlich auch gut mit dem Zweihänder-Säbel. Aber er hat dafür einfach noch keine Fähigkeiten. Also keine vernünftigen, die ich jetzt gut nutzen könnte. Deshalb wechseln wir eben mal auf den Speer. Upsala. So, machen wir Hammerschlag. Soll ich jetzt echt 7 Mana noch verbrauchen? Können wir lieber für 5, für 4 Takate um 10 heilen. Das ist schon wieder fast voll. So, töte ihn. So, Börschchen, jetzt unterhalten wir uns mal von Mann zu Mann. Wer ist der Kopf der Krähen? Ihr glaubt, ich weiß das. Der Kopf lebt bei Benny Villa. Aber seinen Namen kenne ich nicht. Lass den Zauberer meine Gedanken lesen, wenn ihr mir nicht glaubt. Das kann er. Selbstverständlich. Du denkst zum Beispiel gerade an eine kugelförmige, bärtige Zwergin. Frau Dima hat keinen Bart. Benny Villa also. Schön. Alles nehmen und vielleicht sollten wir jetzt doch besser nach Benny Villa gehen. Boron, das... Alle. Immer noch. Händler. So, dann können wir nämlich... Hier die Brigantenstiefel, Brandfalle nicht. Die brauchen wir auch nicht. Ich glaube, Pfeile füllen sich einfach auch nicht mehr auf. Bei den Händlern. Das wäre eine gute Sache. Benny Villa. Benny Villa. Da. Gucken wir mal, ob wir den Kopf der Krähen doch finden. Wache. Wirt. Na, erstmal beim Händler. Ihr werdet. Feuerfalle, Wundbinden. Können höchstens ein Proviant hiervon mitnehmen. Oha. Ihr seid jeder.
Sollten wir vielleicht auch mal lesen, oder? Hate hat diesen Zauber bereits gelernt. Ja, lern den Zauber einfach und dann verkaufen wir das Buch. Na, verkauf doch. Die Fallen nutze ich eh so gut wie nie. Aurias kleines Seelenferkel ist neugieriger als jeder Hund. Dafür ist es angenehm ruhig. Und es passt in jedes Inventar rein. Warum wird dieses... Sicherheitsgründe. Das leuchtet ein. Und warum... Der Mann, der es gemietet hat, leidet an einer unbekannten Krankheit. Der Rat hat bestimmt, dass er das Haus nicht verlassen darf. Denkt ihr, was ich denke? Dürfen wir den Kranken... Nein, der Rat hat niemand... Niemand zu ihm darf schon... Hört zu. Es ist von entscheidender Bedeutung für das Wohlergehen aller, dass wir den Kranken sehen. Vielleicht überzeugen euch diese Großemire... Also schön, aber kommt dem Mann... Ich muss da eh sofort kämpfen. Kaufmann Harm. Was seid ihr? Diebe? Oder schickt der Rat seine Handlanger, um einen kranken Mann zu beseitigen? Ich mag schwach sein, aber einen von euch nehme ich mit ins Grab. Verzeiht, wir hatten mit einer anderen Krankheit gerechnet. Was? Wir untersuchen ein Gebrechen, das sich in der Gegend ausbreitet. Eine Krankheit, die Menschen willenlos macht. Dann bin ich der falsche Mann, Belesser. Der Wille ist das Einzige, was den ehrenwerten Kaufmann Harm nie verlassen wird. Was hat der Großling mit seiner Haut? Keine Sorge, es ist nicht ansteckend. Wartet! Wollt ihr reich werden? Was? Reich, wie in... Der reiche Bornländer, vermögend, wohlhabend, gut betucht. Der Großling ist hässlich, aber er macht mich neugierig. Gut, ich bin auf der Suche nach einem Buch. Leider sitze ich hier fest und gehe schleichend vor die Hunde. Hunde fressen kein faules Fleisch. Oh, der Waldmensch kann sprechen? 5 Jahre ist es her, dass ich diese Krakenmolch-Statuette von einem Echsenmenschen erworben habe. Seitdem habe ich diesen Fluch am Hals. Ein schleichender Verfall. Ich habe Jahre gebraucht, um die Ursache herauszufinden. Aber mittlerweile weiß ich noch mehr, wie ich den Fluch wieder loswerde. Über welches Buch reden wir? Das Buch heißt Al-Imazin. Ein Werk über Echsen von Umar Ben Kassim. Fragt bei Zauberkundigen danach oder bei der Alchemistengilde. In Mengbilla. Sie sind dort ganz versessen auf Schlangengezücht aller Art. Helft mir, und ihr werdet alles erben, was ich besitze. Ich bin ein reicher Mann. Wir kümmern uns. Hier habt ihr das Geld. Was habe ich bekommen an Geld? Hat er nicht gesagt, das oder? Naja, aber wir gehen ja jetzt nicht nach Mengbilla, sondern gucken, ob der Kopf der Krähen hier rumlungert. Der Mann ist verrückt, so viel steht fest. Ich stimme zu. Aber einen reichen Mann zu beerben, war immer ein Kindertraum von mir. Ich dachte, du bist ein reicher Grandensohn. Meine Schöne, das spielt keine Rolle. Wenn ich in deine Augen sehe, bin ich der reichste Mann der Welt. Da bin ich sicher. Aber das dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Blackguards. Bis dann, Leute. Ciao.